ich begrüße euch wieder jetzt zurück bei Vampire Stone 2. Und wie ihr seht, wir sind jetzt im schönen Dorf Thürig mit Warner und Elaine. Und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, ein nettes Mädchen zu suchen, das sich als Tochter eignet. So, einmal schauen. Können wir uns einmal komplett hier jetzt umschauen in den Häusern und auch mal mit den Leuten reden. Hey, habt ihr vielleicht etwas zu essen? Ist doch dein Haus. Du solltest doch hier etwas zu essen haben. Naja, aber da ihr ja hier seid, einfach reingekommen seid, dachte ich, als Zeichen eurer Freundlichkeit, gebt ihr mir einen kleinen Schinken oder so. Als Zeichen unserer Freundlichkeit? Einen Schinken? Schinken. Es gibt einfach nichts Besseres. Kein Wunder, dass der Kerl ein paar Pfunde zu viel hat. Oh, guck mal, wie süß. Winnie Pooh sitzt auch hier. Schöner Teddybär. Ach, wie niedlich. Und hier, was ist... Bleib mal stehen. Hey, habt ihr vielleicht etwas zu essen? Willst du so werden wie dein Papa? Nee, Papa isst mir immer alles weg. So kann ich nie groß und stark werden. Dein Papa isst dir alles weg, armes Kind. Manchmal bekomme ich richtig Angst. Vor kurzem gab es nichts mehr zu essen im Haus. Und irgendwie hat Papa mich da so komisch angeguckt. Ich will lieber nicht darüber nachdenken. Aber hier steht doch so viel Essen auf dem Tisch. Ja, aber Papa sagt, das wäre sein Abendessen und ich dürfte davon nichts haben. Ich soll schließlich nicht so werden wie er. Das können wir uns nicht leisten. Was für barbarische Erziehungsmethoden. Ja. Hier stehen Dutzend Kochbücher. Da scheint wohl jemand gerne zu essen. Anscheinend. Nun ja. Reden wir einfach weiter. Denken nicht drüber nach. Guten Tag. Guten Tag. Mir scheint, ihr seid sehr höflich zu Fremden. Ja, das stimmt wohl. Irgendjemand hier muss doch die berühmte Gastfreundschaft von Thürig verdeutlichen. Berühmt? Wo kommt ihr denn her? Jeder Mann und jede Frau kennt doch die berühmte Geschichte des kranken Mannes, der mit letzter Kraft nach Thürig taumelte und dann hier herzlich willkommen geheißen wurde und die beste medizinische Versorgung erhielt, die man sich nur wünschen kann. Also so eine Geschichte haben wir wirklich noch nie gehört. Ach, na schön. Die habe ich mir eben ausgedacht. Aber trotzdem will ich aus Thürig einen Ort der Freundschaft und Freude machen. Daran arbeite ich jeden Tag. Na, das ist doch mal eine löbliche Einstellung. Danke. Aber nun muss ich mich nach allen anderen Fremden umsehen, die ich genauso freundlich empfangen kann will wie euch. Na dann. Nette Leute. Hallo, wollt ihr ein Zimmer? Nein, danke. Wir wollen nicht in der Stadt übernachten. Falls ihr es euch anders überlegt, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Natürlich. Okay, das ist also ein Inn? Oh, Leute, eine Link-Puppe. Eine Link-Puppe, oh mein Gott. Oh, ein Hund. Wuff, Julie. Schöner Hund. Wie süß. Grandy. Ihr wisst, Anspielung auf Unterwegs in Düsterburg. Schon wieder. Hallo, du siehst aus, als kämst du nicht von hier. Naja, ihr aber auch nicht. Stimmt, gut beobachtet. Wir sind aus Klenner und besuchen Freunde. Also ich komme gerade aus Düsterburg. Dort ist die Hölle los. Und da dachte ich mir, ich gehe mit Julie etwas Urlaub machen. Julie? Deine Freundin? Nein, mein Hund. Auf jeden Fall bleiben wir hier für ein paar Tage, dann ruft wieder die Arbeit. Düsterburg wird schließlich gerettet werden. Und irgendjemand muss es ja tun. Na, dann wünsche ich dir noch ein paar erholsame Tage. Danke. Genau. Ach ja, unterwegs in Düsterburg. Hey, kann ich euch helfen? Ja, wenn du uns sagst, ob wir das netteste Mädchen im Dorf finden. Das netteste Mädchen? Ich schätze, ihr seid ein paar Jahre zu spät.
Meine Jugendliebe Nyria ist schon lange weggegangen. Sie war so schön. Und nun gibt es keine netten Mädchen mehr im Dorf? Oh, Nyria, warum hast du mich nur verlassen? Ich glaube, wir gehen besser und lassen ihn in seinen Gedanken schwelgen. Oh je, der Arme. So, ich glaube, wir arbeiten uns einfach mal von links unten nach rechts oben durch. Ein Pub. Mhm. Ja. Widerlich. Komm, lass uns gehen, Walner. Betrunken bis zum geht nicht mehr. Ich bin doch nicht betrunken, sei ich nicht. Bäh. Mhm. Alles klar. Oh Mann, ich sage euch, das Leben ist hart geworden. Wie meinst du das? Na, habt ihr das denn nicht bemerkt? Das Bier wird immer teurer und die Monster haben inzwischen keinen einzigen Fehler mehr. Ich muss schon auf Kredit hier trinken. Traurig, traurig. Na, da muss man doch kein Bier trinken. Hey, ich bin ein Krieger, das gehört zu meinem Image. Merkwürdiger Kerl. Ich habe die Vermutung, dass schon bei Vampire Stone 2 sich einige selbst mit eingebaut haben. Hm. Horst der Wirt. Hallo, darf ich euch etwas anbieten? Wir würden gerne wissen, wer denn das beliebteste Mädchen im Dorf ist. Das beliebteste Mädchen? Die ist schon vor langer Zeit fortgegangen. Nyria hieß sie und sie war ein Prachtexemplar von einer Frau. Und welche Mädchen gibt es im Dorf sonst noch? Ach, da gibt es noch so einige, aber ich glaube, ihr macht euch selber ein Bild von denen. Trotzdem danke für deine Hilfe. Kein Problem. Tja, Nyria schien ziemlich beliebt und bekannt gewesen zu sein hier. So. Pietro. Hallo, kann ich euch irgendwie helfen? Nun, eigentlich sind wir auf der Suche nach einem netten Mädchen. Wie bitte? Was seid ihr denn für welche? So ein Gewerbe gibt's hier nicht. Dann müsst ihr schon nach Uroja. So war das natürlich nicht gemeint. Ja, ja, natürlich nicht. Ach, vergiss es. Hm. Naja, schön. Wenn er uns das nicht sagen will. So, was haben wir hier? Ein ziemlich großes Haus. Oh, ich habe Besuch. Hallo. Hallo, entschuldigt, aber ich bin gerade beschäftigt. Ich muss noch das halbe Haus sauber machen, bevor mein Mann aus der Kneipe kommt. Dann wollen wir nicht weiter stören. Okay. Oh, hallo. Hey, bleib stehen. Oh, hallo ihr. Na, meine Kleine, wie heißt du denn? Jana. Ist ein schöner Name, nicht? Ja, der ist sehr schön. Und was machst du dir so den ganzen Tag, Jana? Spiel natürlich. Was glaubt ihr Erwachsenen denn, was man als Kind den ganzen Tag macht? Wie Papa in die Kneipe gehen darf ich ja nicht. Wie oft ist er denn da? Ziemlich oft. Und wenn Papa dann nach Hause kommt, spricht er immer ganz merkwürdig. Ich glaube, er hat mich dann nicht mehr lieb und Mama wird immer ganz wütend. Vorgestern musste Papa sogar draußen schlafen, aber er hat es nicht mal gemerkt. Ich glaube, dein Papa sollte sich mal zusammenreißen. Ach, das ist schon okay. Ich darf dann immer bei Mama schlafen, das ist schön. Oh. Tja. Na schön. Das Haus hat anscheinend zwei Eingänge. Da ist der nächste. Hallo, wisst ihr schon das Neueste? Was denn? Es heißt, die Stadt Tradan wäre vollkommen zerstört. Aber das ist doch schon vor langer Zeit passiert. Ach, verflixt, warum erfahre ich sowas immer als Letzter? Tja, passiert eben. Wenn man bedenkt, dass 4 Monate nach dem Angriff auf König Geralt vergangen sind, seitdem, okay. Oh, willkommen in unserem Hause. Danke, die wollen auch nicht groß stören.
kein Problem. Schaut euch ruhig um. Machen wir. Okay. Hier stehen ein paar Bücher über diverse Heldengeschichten. Allerdings interessieren mich keine davon. Manchmal kann man in den Bücherregalen auch echt lustige Bücher, Bucheinbände lesen. Das kommt noch. Vertraut mir. Hier ist ein Buch über das Leben der Vampire. Vampire hassen Sonnenlicht, Knoblauch, Weihwasser und Kreuze. Sie sind nicht in der Lage, Kirchen zu betreten und sind die Verkörperung des absolut Bösen. Eine Begegnung mit einem Vampir endet immer tödlich. Hast du schon mal so einen Blödsinn gelesen? Nein, immer diese furchtbaren Vorurteile. Kann ich euch irgendwie helfen? Entschuldige, wir wollten nicht aufdringlich sein. Wir schauen uns nur ein wenig um. Das geht schon in Ordnung. Ich lebe hier friedlich mit meinem Sohn Jan und der ein wirklicher Prachtjunge geworden ist. Freut mich, das zu hören. Schön, wenn ihr glücklich hier leben könnt. Danke. Ich hoffe, Jan wird einmal ein ganz großer Abenteurer und erntet Ruhm und Reichtum. Das würde mich sehr glücklich machen. Das wird er, da bin ich mir sicher. Das scheint dann Jans, oder ist es ein Mädchen? Ach, ein Mädchen. Hallo ihr da, was macht ihr hier? Hallo meine Kleine, wir schauen uns nur ein wenig um und unterhalten uns mit deiner netten Familie. Ja, das ist gut, denn Reden macht Spaß. Ich rede sehr gerne und sehr oft. Papa meint, manchmal rede ich zu viel, aber ich finde das nicht. Denn nur wer redet, kann auch... tut mir leid, meine Kleine, du hast ja recht, aber ich glaube, uns läuft die Zeit davon. Oh, wie schade, aber wenn ihr mal wieder reden wollt, bin ich hier. Ein kleines Plappermaul. Und das scheint dann also der Jan zu sein. Ihr da. Hallo, kleiner Mann. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber bei euch mache ich eine Ausnahme. Ihr seht schließlich sehr nett aus. Süßer kleiner Junge. Hier, nehmt diesen Lolli. Ihr seid jetzt meine Freunde. Dankeschön. Ein Lolli, ach wie süß. Wir haben leider nichts, was wir dir schenken könnten. Nicht so schlimm. Irgendwann findet ihr schon was. Dann kommt ihr wieder her. Okay. So ein netter kleiner Junge, kleiner Kerl. Ach, wie süß. Hat uns einfach mal ein Lolli geschenkt. So, dann geht's jetzt wieder ein Stückchen höher. Man merkt... Thürig ist in den Jahren größer geworden. Hier gehen wir zum Schluss rein. Ihr wisst genau, welches Haus das ist. Beinahe, ich glaube, wir brauchen da nicht rein. Unsere kämpferischen Zeiten sind endlich vorbei. Wir brauchen keine Waffen mehr. Du hast natürlich recht. Jo. Wen haben wir denn da? Hey, kann ich irgendwas für euch tun? Wir haben gehört, hier im Dorf soll es viele nette Menschen geben. Naja, das war vielleicht mal damals so. Vor vielen Jahren hat hier das hübscheste Mädchen der Welt gewohnt. Ihr Name war Nyria. Doch eines Tages entschied sie sich dafür, in König Geralds Armee einzutreten. Wer weiß, was sie dazu getrieben hat. Jedenfalls entschlossen sich dann etwa 90% der jungen Männer ebenfalls in König Geralds Armee einzutreten. Nur weil sie alle hoffnungslos in sie verknallt waren. Ich war damals noch zu jung, sonst hätte ich das wohl auch getan. Nun ja, und heute ist hier nichts mehr los? Könnt ihr doch sehen, so jemanden wie Nyria wird es wohl nie wieder geben. Na schön. Ja, schon traurig, oder? Wenn das ganze Dorf sich auf eine einzige Person stützt. Oh, hallo, was macht ihr denn hier oben? Ach, wir wollten uns nur ein bisschen unterhalten. Oh, das tut mir leid, aber mir schwirren gerade die verschiedensten Gedanken durch den Kopf. Mir ist gerade nicht wirklich nach Reden. Schon okay. Ja, so kann man auch Leute abwimmeln, ne? So. Dann gehen wir jetzt einmal wieder ein Stückchen höher. Und zwar... ja, müssten wir jetzt eigentlich hier rein. Oh la la, wen haben wir denn hier?
Madame Schnösel wahrscheinlich. Hey, was gefällt euch ein, unser schönes Haus zu betreten? Wenn hier jemand reinkommt, dann würde derjenige extra von uns eingeladen. Und euch haben wir bestimmt nicht zu uns gerufen. Tut uns leid. Oder seid ihr das neue Putzpersonal? Du Rothaarige siehst aus, als könntest du prima Staub wischen. Doch für dich sehe ich leider keinen Verwendungszweck, Kerl. Komm, Walner, wir gehen lieber, bevor hier noch ein Unglück passiert. Also sowas Unverschämtes habe ich noch schon lange nicht mehr erlebt. Hinaus mit euch, Gesindel! Uiuiui. Hier wird doch wirklich überall geputzt. Meine Herren. Was steht denn jetzt eigentlich hier in dem Regal? Die Bücher in diesem Regal sind alle auffällig gut erhalten. Die scheinen wohl oft geputzt zu werden. Ah, hier ist ein gutes Panikmanifesto. Die Angst des sterbenden Schwans. Ein sehr philosophisches Buch. Und hier? Auch. Hier stehen aber nur einige Finanzbücher. Um genau zu sein, 16 Bücher voller Einträge des Vermögens der Familie in diesem Haus. Meine Güte, haben die viel Geld, Fila. Fragt sich nur, wo sie es verstecken. Walner, hör auf, darüber nachzudenken. Hey, man darf sich ja wohl mal was fragen. Ich würde es auch gern wissen. Wo verstecken die hier ihr Geld?